Deutschland gegen Spanien, das klingt jetzt wie die Fußball-Weltmeisterschaft, ist aber hier der dritte Lauf zur Mikroklasse. Denn vorne steht Enrico Förderer mit der Startnummer 81, der Sieger des zweiten Laufes, der Fahrer vom Beulekart Racing Team. Und neben ihm mit der Startnummer 17 sein Teamkollege Raphael Balzer. In der zweiten Startreihe, da rollt dann an den Start die Startnummer 28 vom Nace Racing Max Reis und die Startnummer 30 Time Sally. In der dritten Startreihe dann mit Startnummer 31 Finn Grube und die 21 Mikko Mikov. Die vierte Startreihe, die bildet sich aus der Startnummer 77 Luis Romeo Reichel und die Startnummer 12, Markus Neugebauer. Tom Reger mit der 88 und Jonas Ungnader, die 16, teilen sich dann Startreihe 5. Und in der sechsten Startreihe mit der 42, Alessio Ivan Ladan mit der 11 und Hugo Göttel die 99. Die 24, Julia Jungheim, kommt ebenso aus der siebten Startreihe an den Start gerollt, wie mit der 80 Alexander Klügel. Tom Mohler, Pechvogel des zweiten Laufes, durch sein frühes Ausscheiden muss hier von der 15. Startposition, also von ganz hinten, an den Start gehen. Jetzt heißt es natürlich für Enrico Förderer, der die Führung in der Meisterschaft innehat, das Feld zum Start zu bringen. Und wir haben bereits zwei richtig spannende Rennen erleben dürfen an diesem Wochenende in dieser Klasse. Und da spekulieren wir natürlich jetzt wieder drauf. Weißer Helm, ganz vorne Enrico Förderer. Schwarzer Helm mit dem gelb-roten Überzug überm Sitz. Das ist Raphael Balzer. Da geht es noch einmal vorbei an den Fans. Hochkonzentriert natürlich die Fahrer. Und wenn man das auf der Zuschauertribüne miterlebt, da ist gespannte Ruhe vor so einem Start. 9 Minuten und eine Runde jetzt noch einmal zu absolvieren, um noch einmal 25 Punkte im Klassement zu ergattern. Der Start ist freigegeben und vorne, ja, da gibt keiner nach, aber Enrico Förderer, nicht umsonst hat er die Pole, denn er hat den kürzesten Weg zur ersten Kurve und dann ist Raphael Balzer vorne, biegt als erster in die Bergaufpassage ein, der Fahrer mit der Startnummer 17, und der lässt dort oben ganz gewaltig krachen in diesem Waldstück. Das merkt man daran, wie das Kart sich schräg stellt, wie er driftet, wie er arbeitet, um hier mit viel Schwung durch diese Kurven zu kommen und dann dementsprechend schon mit einem Abstand zu dem Enrico Förderer dann ranzukommen. Und da haben sich sofort 4 Fahrer wieder zusammengefunden, wie schon heute Morgen, denn auf Platz 3 Time Salé unterwegs und der Max Reis auf Platz 4. Das Verfolgerfeld dann angeführt von Markus Neubauer auf Platz 5. Aber dann kommt jetzt wieder Enrico Förderer am Ende der Start- und Zielgeraden, geht vorbei an Raphael Balzer. Das haben wir heute Morgen auch erlebt. Immer diese ständigen Führungswechsel, diese ständigen Positionswechsel. In manchen Runden war es pro Kurve ein Wechsel. Und das machen sie jetzt weiter. Auch in diesem dritten Wertungslauf. Diese Viererkette dort vorne. Dahinter die nächsten 4 mit Neugebauer, Grube, Mikhoff und Reichel. Um die Plätze 5, 6, 7, 8. Wobei hier auch der Romeo Reichel schon ein bisschen zurückgefallen ist. Und da vorne, wer fehlt mir da? Enrico Förderer. Wo ist er denn? Den habe ich wohl jetzt irgendwo aus den Augen verloren. Also Enrico Förderer nicht mehr mit dabei. Verzweifelte Suche und die Frage, wo ist
Förderer. Ah, das wäre natürlich Pech. Da kommt er aus der Boxengasse wieder heraus. Ah, der hat sich in die Boxengasse verabschiedet gehabt. Da hatte er wohl einen Defekt. Der Kettenschutz war ihm da abgefallen, dem Enrico Förderer. Und da darf er natürlich nicht mehr weiterfahren. Das ist zu gefährlich, wenn da das Zahnrad blank liegt. Und dementsprechend hat er den schnell drauf gemacht und muss jetzt hier als 15. seine Runden drehen. Aber er hat ja noch 6 Minuten und 15 Sekunden und eine Runde Zeit, um sich wieder ans Feld A heranzufahren und B da nach vorne zu fahren. Und das ist natürlich jetzt der Vorteil für Raphael Balzer. Der hat die Führung jetzt übernommen, zusammen mit Time Saleh und Max Reis. Der ist da ebenfalls noch mit dabei. Max Reis vorbei an Saleh auf Platz 2. So kommen sie wieder die Gegengerade herunter. Spanische Flaggen wehen jetzt natürlich auf der Gegengerade im Augenblick mit dem führenden Raphael Balzer dort vorne. Und der Abstand zu seinen Verfolgern, den baut er in dieser Runde weiter aus. Max Reis und Time Saleh dort noch im Zweikampf um Platz 2. Und auch dahinter ist der Markus Neugebauer und der Mikko Mikov unterwegs. Da geht es ebenfalls noch ganz eng zur Sache, wobei sich Neugebauer jetzt ein bisschen absetzen konnte und der Zweikampf sich ganz verlagert hat auf Luis Reichel und auf Mikko Mikov. Tom Mula hat sich auf Platz 8 vorfahren können. Tom Mula, der ja ebenfalls im Klassement noch ganz vorne mit dabei ist, muss aber jetzt, nachdem er mit die 15 den Platz im zweiten Lauf eingenommen hatte, durch seinen Ausfall, muss er sich natürlich jetzt nach vorne kämpfen. Das sind verlorene Punkte für ihn. Und dementsprechend Mula jetzt auf Platz 8 mit der Startnummer 22 unterwegs. Und Enrico Förderer hebt die Hand, fährt raus. Das Ende für Enrico Förderer. Pech für ihn. Also keine Punkte an diesem dritten Wertungslauf. Er hat die 25 Punkte von heute Vormittag auf jeden Fall in der Tasche. Und auch die von gestern. Ja, so kann es gehen. Über den Mittag plötzlich läuft es nicht mehr so richtig. Dementsprechend die Führung weiterhin. Da kommt er wieder raus, Enrico Förderer. Also die Führung aber weiterhin bei Raphael Balzer. Doch der hat jetzt den Max Reis im Nacken. Und Max Reis, der war ja im Zeittraining gestern am schnellsten unterwegs. Also auch er weiß, wie man hier schnell um diese Strecke fahren kann. Und das zeigt er dann auch und geht am Ende der Start- und Zielgeraden vorbei. Holt sich die Führung in dieser Runde. Und Raphael Balzer versucht dort oben im Waldstück noch einmal vorbei zu gehen. Gelingt ihm aber nicht. Jetzt bleibt er erstmal dran, der Raphael Balzer, am Max Reis. Und lässt da in aller Ruhe die Runden drehen. Dann schert er hier kurz vor der Mutkurve aus. Das ist eine schwierige Stelle zum Überholen. Das hat zwar der Enrico Förderer schon geschafft heute Vormittag. Aber ob das zweimal klappt, das ist die große Frage. Max Reis in seinem 5. Motorsportjahr hat ja davor Slalom gefahren, bevor er dann auf die Rundstrecke wechselte. Und da ist er natürlich jetzt in guter Gesellschaft mit dem Raphael Balzer. Die beiden 10- bzw. 11-Jährigen dort vorne unterwegs. Ja, und der Raphael Balzer, der konnte ja seinen ersten RMC-Sieg im vergangenen Jahr feiern. Und zwar auf dieser Strecke hier in Kerpen, wo er seinen ersten Laufsieg erringen konnte. Am Jahresende war es dann Platz 4 für Raphael Balzer. Max Reis dreht sich um auf der Start- und Zielgeraden, schaut nochmal nach hinten.
die letzten 2 Minuten vor der letzten Runde. Sie sind bereits angebrochen in diesem Lauf. Kann das Max Reis nach Hause bringen? Der Time Sully auf Platz 3 unterwegs, der übernimmt jetzt die Zuschauerrolle. Der kann natürlich auch eventuell noch von diesem Zweikampf profitieren. Finn Grube auf Platz 4 und Tom Muller ist auf Platz 5 nach vorne gefahren. Heißt, 10 Plätze hat der Tom Muller hier gut machen können. Ja, und Tom Muller, der ist jetzt der Anführer einer Gruppe. Da konnte er jetzt eben mal auf Platz 4 nach vorne gehen. Da ist er jetzt der Anführer der Verfolgergruppe. Aber die Lücke zu Platz 3, die ist mit fast 4 Sekunden schon relativ groß. Und Raphael Balzer übernimmt die Führung. Am Ausgang vom Waldstück geht der Deutsch-Spanier in Führung, kommt als erster hier runter, aber dann geht wieder Max Reis in der Mutkurve an ihm vorbei. Da ist Raphael Balzer weit ausgeschert und hat die Lücke für Max Reis aufgerissen. Und jetzt ist er wieder auf Platz 2, muss wieder Abgase von Max Reis hier ein bisschen schlucken und dann kommt der Angriff außen vorbei an Max Reis, aber Max Reis hat natürlich dann den kürzeren und damit auch den schnelleren Weg in die nächste Kurve. Dann wieder oben das Waldstück. Das hat es natürlich schon ein bisschen in sich mit dieser leichten Geraden dort oben. Und dann geht Raphael Balzer wieder in Führung am Ende von diesem Waldstück. Max Reis mit einem Gegenangriff im Tal, kommt aber nicht vorbei und wieder ist es der Raphael Balzer und wieder ist innen der Max Reis und wieder ist Max Reis auf der Gegengerade in Führung gegangen. Ja, das ist jetzt ein Spielchen, das werden wir jetzt noch einmal gleich sehen in dieser gleich zu fahrenden letzten Runde. Wieder setzt Balzer außen an, um an Max Reis vorbeizukommen. Das ist natürlich auch so ein Lockangebot. Dann geht nach außen, hofft, dass der Max Reis dann mitgeht, weil er ja diesen Angriff verhindern möchte und kann dann innen in der Kurve durchgehen. Aber Max Reis gibt da dem Ralf Balzer diese Chance nicht. Jetzt kommt gleich wieder die Stelle, an der Balzer immer die Führung sich holt. Und das macht er auch dieses Mal. Wieder geht er vorbei am Max Reis. Wieder kommt er als erster ins Tal runter. Und dieses Mal muss Max Reis neben ihm aber auf die Außenbahn gehen. Und dann ist es Raphael Balzer, der die Führung noch inne hat in der Schumacher-Schikane. Dann die Fahrerlagerkurve. Kann der Max Reis da innen noch durchgehen? Oh, weit rausgetrieben, der Raphael Balzer. Noch weiter rausgetrieben jetzt. Und dann sind sie fast gleichzeitig auf der Linie. Und Raphael Balzer hat eine Spoilerlänge Vorsprung vor Max Reis. Ja, da hat der Raphael Balzer noch auf der Geraden nach hinten geschaut. Er hat geschaut, wo ist der Max Reis und ist dabei nochmal ins Grün rausgekommen. Und deswegen wurde es nochmal ein hauchdünner Sieg für den Deutsch-Spanier in diesem dritten Wertungslauf. Holt sich also Raphael Balzer die 25 Punkte mit einem Vorsprung von 22 Hundertstel gewinnt er diesen Lauf vor Max Reis. Time Saleh wird Dritter. Tom Muller holt sich Platz 4. Finn Grube wird Fünfter. Mikko Mikhoff als Sechster. Markus Neugebauer kommt als Siebter über die Linie. Luis Reichel wird Achter. Platz 9, dann für Tom Reger. Jonas Ungnader wird Zehnter. Platz 11, dann für Alessio Ladan. Der 12. Platz, der geht an Hugo Güttel.
Platz 13 für Alexander Klügel. 14. wird in diesem Lauf der Jugend.